Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 de Prios. Ja, Vasopilami hat kein Porky mehr und da werden wir jetzt hoffentlich was dran tun. Ich habe hier 10 Welpies bisher, habe dann natürlich auch noch ein paar andere, aber wir hoffen mal, dass einfach da ein Porky drin ist, beziehungsweise ein Kahn wäre cooler. Wir machen einfach mal auf. Steinhandbuch, Segen des Lebens, Steinhandbuch, Passierscheine, Segi, Segen des Lebens und Kahnsiegel. Nice. 7 Truhen haben wir gebraucht. Das ist, ja. Doch, das ist ganz okay. Wir werden jetzt noch flott was anderes machen. Nämlich, Moment, wo haben wir das? Da. Unsere Alchemie ist abgelaufen. So. Jetzt nicht unbedingt, weil ich vergessen habe, die auszumachen, sondern weil ich so viel gelevelt habe. So, dann Laden öffnen, bla, Zange der Zeit, kaufen die einfach zweimal, hauen hier dann, jo, so dann da so, ich habe das bisher noch nie gemacht. Okay. Und Zeitaufladung 50%, das ist doch schon mal nice. Ja, nice. Ja, wieder 12 Stunden drauf. Schauen wir einfach mal, was da drauf kommt. 30%. Ja, gut. Okay, haben wir wieder 19 Stunden und 12 Minuten drauf. Das ist doch auch schon mal nice. Und oh Gott, irgendwas muss ich da noch machen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal ein Cut. Und ja, dann seht ihr einfach, was gleich noch kommt. Bis gleich. So, willkommen zum zweiten Teil hier vom Video. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da vorschneiden werde. Aber auf jeden Fall werden wir hier jetzt ein paar Silbertruhen aufmachen. Silberne Okay-Truhen. Fangen wir einfach mal an. Wir sind hier gerade auf Mr. King Fossi. Einfach weil, ja, bei Queen Fossi könnten wir noch ein XP-Siegel gebrauchen. Man weiß ja nicht, ob wir die dann noch später hochleveln oder sonst was. Wir fangen einfach mal an. Erfahrung. Young. Erfahrung. Magischer Stein. Nice. Büchertruhe. Konter. Young. Herrscherband einfach. Herrscherband einfach. Young. Young. Telotoring, Young, 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 Erfahrung, Young, 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 Alter, was ist denn los hier? Young, 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 Erfahrung, okay. Dann Chor Draconis, Young, Erfahrung, Alter, was ist denn los hier? Young, Segi, nice, einfach und Young. Alter Falter, also da habe ich mir definitiv mehr erhofft. Also ich hätte schon gerne ein paar Pets gehabt oder so. Das wäre schon echt nice gewesen, aber naja, was will man machen, ne? Wir haben auf jeden Fall noch 2 goldene Truhen bei Vasopilami. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns da wieder. Bis gleich. So, da bin ich auf Vasopilami. Ich habe hier noch 2 Truhen, ist noch ein bisschen unaufgeräumt von Leveln, ich habe noch nicht sauber gemacht, aber was soll's. Ich würde sagen, wir machen einfach auf. Ich hoffe natürlich auf hier so ein Herrscherband. Edel, dann würden wir das jetzt noch flott auf jeden Fall veredeln. Vielleicht würde es ja klappen, aber naja. Oder Drachenei, wäre auch okay. Drachenei, ja doch, das wäre auch okay. Wir machen einfach auf, 3, 2... Gegenstand verstärken. Ey, komm schon. Herrscherband oder Drachenei? Seelenstein Plus. Bravo. Nice. Das habe ich gewollt. Alter Falter, wie kann man so viel Pech haben? Ohne Scheiß. Silberne Truhen, nur Young und Erfahrungspunkte. Ja gut, ein magischer Stein, aber ja. Hätte ich gegen ein paar Pet-Eier auf jeden Fall getauscht. Und ja, das aus den goldenen Truhen, klar, Gegenstand verstärken plus ist jetzt für Leute wie mich natürlich sehr interessant.
könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was wir damit mal machen können. Ja. Am besten erstmal PVM für Vasopilami. Ich habe überlegt, eine Seelenkristalle als Kette. Würde das vielleicht Sinn machen, aber wenn wir Klingern machen und dann hauen, dann ist die TP ja sowieso immer voll. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder so. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich würde sagen, dann war es das für dieses Video. Wie gesagt, noch keine Ahnung, was ich davor schneiden werde. Aber es wird definitiv noch was davor kommen. Und ja, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis denn. Grüße, Fossi. Preparing the Krabby Patty!